Niemand hört gern, was ihm nicht gefällt. Werder Bremen steigt ab! Fernreisen sind Umweltsünden. Stress macht krank! Und dank der neuen Medien müssten wir das auch gar nicht mehr. Unsere Social Media Timeline wird zur persönlichen Filterblase. Was stört? Bleibt draußen. Die Filterblasen, die Demokratie gefährden. Unsere Timelines stellen wir selbst zusammen, nach eigenem Geschmack. Und diese persönliche Vorauswahl wird sogar noch mal feiner gefiltert. Das übernehmen die Algorithmen von Facebook und Co. Die genauen Kriterien dieser Computerprogramme gelten als Geschäftsgeheimnis. Aber Facebook hat neulich angedeutet, dass emotionale Geschichten, reine Nachrichtenposts, vorgezogen würden. Die Algorithmen berechnen, wie attraktiv wir welche Inhalte finden werden und sortieren sie für uns vor. Oben landet das, was wir schon mal geliked oder geteilt haben. Ungeliebtes rutscht durch. Ich habe also Glück gehabt, dass ich es überhaupt in diese Timeline geschafft habe. Das kommt uns Menschen entgegen. Wir liegen gerne richtig. Unser Gehirn schüttet sogar angenehme Stoffe aus, wenn wir unsere Annahmen bestätigt sehen. Recht behalten wird belohnt. Was zunächst einmal sehr menschlich ist, kann zum gesellschaftlichen Problem werden. Die ständige Wiederholung unserer eigenen Weltsicht lässt uns glauben, alle anderen müssten genauso denken wie wir. Dabei ist oft genau das Gegenteil der Fall. Dank Filterblase können zwei Menschen direkt nebeneinander und doch in völlig unterschiedlichen Realitäten leben. Der eine kann zum Beispiel das sichere Gefühl haben, dass Deutschland von Zuwanderung profitiert. Während der andere große Angst hat, dass Deutschland an der Integration so vieler Flüchtlinge scheitert. Eine Diskussion über vermeintliche Gewissheiten? Immer schwieriger. Für unser gutes Gefühl ist es eh egal, ob wir in einer Frage wirklich richtig liegen, sagen Neurowissenschaftler. Uns reicht es zu glauben, dass wir recht haben. Und auch wenn wir in einer Sache falsch liegen, durch die ständige Wiederholung in unserer Filterblase kann selbst der größte Quatsch irgendwann zur gefühlten Wahrheit werden. All das trägt, vorsichtig formuliert, nicht gerade zum gesellschaftlichen Miteinander bei.